ist. Das ist eine Beats Production. Mit diesem Track erzähle ich, wie es alles begann. Warum? Weil ich ohne dich einfach nicht mehr leben kann. Es soll einfach jeder wissen, wie es mit uns anfing. Und auch was die große Emotion nicht für dich empfinde. Es fing alles an, dass ich dich anschrieb im SVZ. Wir wurden Freunde, aber leider nur durch den Chat. Doch wir trauten uns trotzdem gegenseitig alles an. Der Anfang unserer Liebe ist ein großer Abenteuerroman. Doch keiner von beiden hätte sowas gedacht, dass wir beide mal zusammenkommen. Ich hätt's nie gedacht, dass wir beide mal so überglücklich miteinander werden. Denn nur du bist hier mein kleiner süßer Engel auf Erden. Okay, weiter geht's, der Schreiben wird langsam langweilig, sodass wir uns treffen wollten zum Saufen, aber ganz eilig. Leider wurde nie was drauf, wegen ständig neuen Absagen. Doch dann kam der Tag deiner Hausparty und der vielen Fragen. Durch den ersten Kuss änderte sich einiges, wir hatten mehr Kontakt zueinander. War das etwa alles? Nein, tief im Inneren entstanden leichte Gefühle. Und in der Schule sahen wir es mit einer sehr großen Mühe. In die Augen taten so, als ob echt nichts weiter wäre. Aber andere dachten sich, da läuft doch eine kleine Affäre. Was in Wirklichkeit so war, doch wir merkten es nicht, wie es alles langsam mit uns beiden anfing. Aber angesichts der Sache, dass wir uns beide so gut wie gar nicht kannten, waren wir sehr eng miteinander vertraut und wandten uns bei jedem Problem an den anderen umzureden. Doch ein steht fest, ein Kuss am Silvester bei mir werden wir niemals vergessen. Ich sie an die Wand drückte und fragte: Sind deine Lippen noch trocken? Und küsste dich zärtlich auf deinen süßen kleinen Mund. Doch das leider nur kurz. Unser Wiedersehen am Silvester war leider nur kurz. Leider. Seit genau einem Jahr ist das alles jetzt her. Und eins verspreche ich dir, ich gebe dich niemals mehr her. Christina Schatz, der 1.3.09 veränderte alles. Seit einem Jahr bist du jetzt schon mein Ein und Alles. Seit genau einem Jahr ist das alles jetzt her. Und eins verspreche ich dir, ich gebe dich niemals mehr her. Christina Schatz, der 1.3.09 veränderte alles. Seit einem Jahr bist du jetzt schon mein Ein und Alles. Das Leben lief wieder so wie immer gewohnt. Nur das Wiedersehen in der Schule war etwas ungewohnt. Doch ich fragte dich, willst du Karneval nicht mit mir feiern? Würden wir den ganzen Tag nur saufen und rumeiern? Du sagtest, geht klar, ich ruf dich dann nachher an. Alles war jetzt abgeklärt und stand bereit für Saufen, Mann. Und als es alles soweit war, war ich unten in der Stadt, wartete auf deinen Anruf und war dann plötzlich überrascht, als ich dich dann auf dem Weg zum Feiern plötzlich sah. Und du auf einmal meintest, warte eben, ich bin gleich wieder da. Du hattest vor, Wodka zu kaufen und dann zusammen zu saufen. Als wir dann die Wodkas hatten, ließ du mich bei Mac es voll laufen. Ich wollte jetzt einen Kuss von dir mit deinem neuen Zungenpiercing. Blieb hartnäckig und du küsstest mich mit deinem Zungenpiercing. War jetzt der Moment, in dem du dich in mich verliebt hast. Doch du konntest selber noch nicht glauben, dass du dich jetzt verliebt hast. Den Rest des Abends lief mir noch Hand in Hand rum. Doch du musstest auf mich aufpassen, ich lief etwas krumm. Ich war zu besoffen, richtig auf den Beinen stehen zu können. An deiner Stelle würdest du den ganzen Abend jetzt schon krönen. In dem Sinne, dass wir jetzt schon ein gemeinsames Pärchen wären und uns ansprechen würden mit Schatz oder Mausebärchen. Doch die ganze Sache war leichter gesagt als getan. Denn im besoffenen Zustand war ich wild wie so ein Tarzan. Darum machen wir uns auf dem Weg zu deiner älteren Schwester. Wir küssten uns ständig und es lief alles besser und besser. Selbst deine Schwester sagte dir, den will ich jetzt als Schwager haben, damit deine Kinder eines Tages zu mir Vater sagen. Karneval hat einer deiner Freunde Geburtstag gefeiert. Ich war auch da, du wolltest mich haben, doch ich hab nicht reagiert. Du warst besoffen, küsstest mich, um deine Liebe zu zeigen. Ich war zu dumm, um es zu checken, darum hast du zu leiden. Seit genau einem Jahr ist das alles jetzt her. Und eins verspreche ich dir, ich gebe dich niemals mehr her. Christina Schatz, der 1.3.09 veränderte alles. Seit einem Jahr bist du jetzt schon mein Ein und Alles. Seit genau einem Jahr ist das alles jetzt her. Und eins verspreche ich dir, ich gebe dich niemals mehr her. Christina Schatz, der 1.3.09 veränderte alles. Seit einem Jahr bist du jetzt schon mein Ein und Alles. Später trafen wir uns im Café Country, um zu chillen. Neben mir zu stehen war für dich so wie für andere Pillen. Später brachte ich dich mit einem guten Freund nach Hause. Doch was gut zu deiner Tür geschah, erzähl ich nach einer Pause. Christina Schatz, ich liebe dich über alles auf der Welt. Du kannst dich am 1.3. erinnern an diesen schönen Tag. Kannst du dich erinnern, wie ich dich an diesem Tag gefragt hab? Könntest du dir was mit mir vorstellen und dir dann einen Kuss gab, Baby? Deine Antwort war sehr unsicher, aber dennoch klar mit einem Ja. In deinem Kopf, doch meint, ich solle es mir aussuchen. Hä, war meine Reaktion im Kopf, doch ich küsste dich nochmals. Dabei flogen wir in einen Busch. Hättest du jemals gedacht, dass wir eines Tages mal zusammenkommen werden? Hättest du gedacht, dass wir beide mal gemeinsam glücklich werden? Doch das alles liegt jetzt genau ein Jahr zurück. Und genau an diesem Tag vor einem Jahr fand ich mein Glück. Genau vor einem Jahr, Schatz, ist es passiert. Bei dir vor der Tür im Busch, wie ich dich geküsst hab und wir dann da reingeflogen sind. Genau vor einem Jahr, der beste Tag unseres Lebens. Zumindest in meinem Leben, Baby. Ich liebe dich über alles auf der Welt, mein Schatz. Nur dich und das weißt du. Und das war der Track von uns beiden. Ich liebe dich.